Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 12. September 2024. Donnerstag, das ist traditionsgemäß der Erscheinungstag der gedruckten Weltwoche seit vielen Jahrzehnten. Ganz am Anfang war es der Freitag, doch seit sehr, sehr langer Zeit erscheinen wir jeweils am Donnerstag jede Woche. Und das ist natürlich ein ganz spezieller Freudentag für die Redaktion, denn wir investieren so viel Leidenschaft, Herzblut und journalistische Begeisterung in unsere Weltwoche, dass es uns natürlich extrem freut, dass die Weltwoche immer mehr Abonnenten ausweisen kann, aber eben auch Freunde, Sympathisanten, Interessenten. Das sehen wir auf den Internetforen, das sehen wir natürlich in der steigenden Reichweite von Weltwoche Daily. Und deshalb sende ich Ihnen hier ganz zum Beginn ein herzliches Dankeschön über die Landesgrenzen hinaus an alle Nichtschweizer, die an der Weltwoche Freude haben. Das macht uns natürlich große Freude, ist ein Ansporn, eine Verpflichtung. Und seien Sie versichert, wir werden noch mehr Herzblut, noch mehr Begeisterung in diese Weltwoche hineinzuschreiben und hineinzugestalten versuchen. An dieser Stelle auch ein riesiger Dank dafür, dass Sie mir so viele Themenanregungen geschickt haben, auf meine Aufforderung hin letzte Woche, mir doch zu sagen, was wäre interessant, was möchten Sie in der Weltwoche lesen. Ich habe hier einen Ausschnitt dieser Zuschriften in einem Mäppchen zusammengefasst, bereits eifrig mit und aufgeschrieben und bereits auch schon meine Kollegen beauftragt. Da ist eine imposante Palette an hochinteressanten Anregungen dabei, vor allem natürlich zu den Themenkreisen Deutschland, Österreich, Europäische Union, also im etwas näheren Einzugsgebiet der Schweiz, könnte man sagen, das Reich der Mitte, das kleine Reich der Mitte da hinter den sieben Bergen, das immer wieder mit einer qualifizierten Verwunderung in die europäische, in die EU-Landschaft hinausblickt. Die Schweiz, darf man ja nicht vergessen, ist ein zutiefst europäisches Land. Und wenn da auch gewisse Politiker sich gelegentlich auf die Barrikaden oder auf die Kanzeln stellen und der Schweiz gewissermaßen isolationistische oder gar antieuropäische Neigungen unterstellen, so muss man das mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Die Schweiz ist ein wirklich zutiefst europäisches Land und ich würde sogar die kühne Behauptung wagen, dass in der Schweiz mehr Europa drinsteckt als in der Europäischen Union, denn die Europäische Union setzt auf etwas, was ich eher fremd finde in der europäischen Tradition. Europa ist eben Vielfalt, Europa ist Wettbewerb, Europa ist eine multikonfessionelle, auch eine Multimentalitätswelt. Und die EU versucht ja alles immer etwas ins Gleichförmige, ins Gleichtöpfische, ins Gleichgerichtete zu stopfen. Und diese Tendenzen scheinen mir dann eher quasi europäisch zu sein oder gar nicht europäisch, wenn man sich auf dieses Vokabular einlassen möchte, als das, was die Schweiz verkörpert. Was sind die großen Themen? Was beschäftigt heute? Ein latent aktuelles Thema, das wir noch nicht so richtig angesprochen haben, aber eben auch in Führungskreisen jetzt in Deutschland, in der EU natürlich stark in der Debatte steht, das ist dieser Draghi-Plan, die Vorschläge des früheren Notenbankpräsidenten und italienischen Spitzenpolitikers Mario Draghi, der da so eine Art Weckruf formuliert hat an die Europäische Union, mehrere Vorschläge gemacht hat aufgrund der Wettbewerbsschwächen in der EU. Und ich glaube, dieser Plan, der nagt da auch etwas an den Mächtigen, zum Teil in Berlin, aber auch in Frankreich. Was ist von diesem Draghi-Plan zu halten? Ich habe ihn mir etwas genauer angeschaut und in der Diagnose, also was die Wachstumsschwächen, die Überbürokratisierung, auch die Lähmung gewissermaßen, die selbstfabrizierte Lähmung der Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union angeht, da ist dieser Draghi-Plan sehr präzis.
Allerdings, er zieht meines Erachtens dann die ganz falschen Schlüsse daraus, denn er plädiert für noch mehr EU, für noch mehr staatliche Bemutterung der Wirtschaft und der Bürger, für noch mehr Umverteilung, für eine Gemeinschaft der Schulden, für eine Schuldenvergemeinschaftung, was natürlich bedeutet, dass am Schluss die deutschen Steuerzahler dafür aufzukommen haben, solange sie dafür noch aufkommen können. Also hier, die Vorstöße gehen in eine fragwürdige Richtung, die Diagnose, die stimmt. Interessant ist, wenn man etwas weiter zurückblickt, dass natürlich solche Pläne es immer wieder gegeben hat. Stellen Sie sich oder nehmen Sie sich als Beispiel den sogenannten Lissabonner Vertrag, der mal gesagt hat, bis 2010, bis 2020 solle die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten Raum der Welt gemacht werden. Das hat man nicht geschafft, man verschiebt es einfach immer wieder weiter nach draußen. Und die Unternehmer, auch die Bürger müssen feststellen, dass immer mehr Vorschriften und Regulierungen sie da in ihrer Daseinsgestaltung beeinträchtigen und behelligen. Und das habe ich kürzlich auch an einem Symposium in Berlin erlebt, als der deutsche Justizminister Marco Buschmann von der FDP sehr ehrlich und treuherzig diesen bürokratischen Dschungel kritisiert hat. Aber ich höre diese Sprüche nun schon in Deutschland seit so vielen Jahren, aber es verbessert sich nichts, es verschlechtert sich immer mehr, hat man den Eindruck. Und vor allem wird auch Deutschland überrollt von einer Regulierungswalze aus Brüssel und die Politiker scheinen mir ohnmächtig dieser Entwicklung gegenüberzustehen. Warum stehen sie dieser Entwicklung ohnmächtig gegenüber? Ja, eben weil die EU viel zu ungehindert ihre Vorschriften auch auf die Mitgliedsländer überwälzen kann. Und das ist eine Folge der, wie wir Schweizer sagen, institutionellen Fehlkonstruktion der Europäischen Union, dass eben in der Europäischen Union alle für alles und niemand für etwas verantwortlich ist, dass eben auch die Abhängigkeits- bzw. die Beziehungsverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union zu wenig geklärt sind, da ist zu wenig Kontrolle da. Es kommen viel zu viele Gesetze aus Brüssel, die kommen gewissermaßen nach Berlin, ohne dass das deutsche Parlament dann tatsächlich die Kontrolle über diese Gesetzgebung hat. Über 80% der Gesetze, die in Deutschland jährlich in Kraft treten, die werden mehr oder weniger direkt aus Brüssel gemacht. Und dort dann übrigens von Politikern, die in Deutschland in der Exekutive sitzen. Also in den Regierungen, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Wenn Sie Minister sind in Deutschland, dann sind Sie ja in Brüssel unter Umständen Mitglied im Ministerrat. Das heißt, Sie haben dort gesetzgeberische Kompetenzen. Das heißt, die, die eigentlich dem Gesetzgeber unterstellen in Deutschland, werden in Brüssel selber zum Gesetzgeber. Und das ist natürlich eine riesige Verlockung, dass zum Beispiel grüne Politiker, wenn sie bei sich zu Hause im Parlament nicht mehr durchkommen, gehen sie einfach nach Brüssel, um ein Paket zu schnüren und dann kommt die Regulierung trotzdem. Das ist ein Riesenproblem. Man scheint das erkannt zu haben, man predigt dagegen an, allein man macht nichts. Dann ein Sinnbild des Scheiterns und der Verlotterung der deutschen Infrastruktur ist der Teileinsturz der Carola-Brücke in Dresden, die da in die Elbe gestürzt ist. Ein fürchterliches, ein schreckliches Bild, wenn man sich das anschaut, diese Brücke aus DDR-Zeiten, die allerdings immer auch wieder gewartet wurde, jetzt schon seit vielen Jahren in der Bundesrepublik, dass so etwas einfach einstürzt, zum Glück mitten in der Nacht, ohne dass da jemand verletzt wurde oder zu Schaden gekommen ist, persönlich. Aber das ist schon ein Bild, das zeigt, dass in Deutschland etwas nicht mehr stimmt. Also die Infrastruktur zerfällt, hier sinnbildlich am Beispiel dieser Brücke. Gleichzeitig verschiebt die Bundesrepublik Milliarden ins Ausland, finanziert sie Velowege in Peru, schüttet sie immer mehr Geld in einen Krieg in der Ukraine, bei dem immer weniger glauben, dass in die Ukraine militärisch gewinnen kann. Trotzdem behaupten vor allem die Amerikaner, wenn sie in Berlin auftreten, dass selbstverständlich die Ukraine das militärisch gewinnen kann. Man dürfte sich ja vielleicht auch mal die Frage stellen, was passiert, wenn tatsächlich die Ukraine dermaßen aufgerüstet wird, dass sie die Russen ernsthaft in Schwierigkeiten, in Bedrängnis bringt. Das ist ja dann das gefährlichste aller Szenarien, wenn sie eine Atommacht da an den Rand einer militärischen Niederlage bringen, weil es eben für diese Atommacht, wenn man sie ernst nimmt, um Entscheidendes, um ja aus ihrer Sicht Existenzielles geht. Jetzt macht man sich da bei uns darüber lustig, ja, die Russen, das ist ja
reine Propaganda, existenziell, dass da die NATO ein bisschen in die Ukraine hineingeht. Ich meine, die Ukraine hat doch jede Freiheit und so weiter. Ja, das sind diese Konzepte, die da geäußert werden. Da kann man darüber diskutieren, aber entscheidend ist in der Realität, in der Wirklichkeit, dass sie Atommächte ernst nehmen müssen. Sie können es einfach wegwischen. Wenn eine Atommacht sagt, das passt uns nicht, das bedroht unsere nationalen Interessen, dann ist das genauso relevant und genauso respektierenswert, wenn das die Russen sagen, wie wenn das die Amerikaner sagen. Und die Amerikaner haben es immer wieder gesagt, wenn man sich da in ihren Vorhof hineingemischt hat. Und die Vorstellung, dass die Russen alles schlucken sollen, während die Amerikaner und wir im Prinzip nichts schlucken müssen, das ist einfach nicht mehr der heutigen Welt gerecht werden. Das ist unrealistisch, das ist eine nicht vernünftige Sichtweise, die da gemacht wird. Also wir waren bei der Brücke, wir waren bei der Verschleuderung, bei der Verschiebung von Geldern aus Deutschland in die ganze Welt, während Deutschland zerbröckelt, die Brücken einstürzen. Deutschland, das Land neuerdings der einstürzenden Brücken, das sind Bilder, die man noch vor kurzer Zeit für absolut unmöglich gehalten hätte. Eine vertane Chance für Stabilität, für die Stabilität der Demokratie. Generaldebatte im Bundestag, da ist mir aufgefallen, ich habe gestern darüber auch mit dem AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla ein Interview geführt. Sie können das auf unserem YouTube-Kanal, auch auf unserem Weltwoche-Kanal nachschauen. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Generaldebatte erlebt hat, und er hat vor allem erwähnt die Rede des Bundeskanzlers Scholz, der zu Beginn seines Haushaltsstatements des Langen und Breiten sich mit der AfD auseinandergesetzt hat und dort den bemerkenswerten Satz hat fallen lassen, sinngemäß, also diese Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen, die sind wir nicht bereit hinzunehmen. Also nicht gesagt, wir werden das umstürzen oder wir werden die jetzt einfach canceln, diese Wahlergebnisse. Aber gesagt, nein, wir akzeptieren das nicht. Wir wollen nicht, dass diese vermaledeite Partei da zulegt. Das habe ich mir auch gefragt, was ist denn jetzt los in Deutschland? Ich meine, wenn ein Bundeskanzler sich da sozusagen auf diese Art und Weise, der ja auch für die ganzen Deutschen, für alle Deutschen stehen müsste, wenn der sich dermaßen einseitig äußert, da kann ich Ihnen nur sagen, also da muss die Verzweiflung lichterloh gewissermaßen am Brennen sein. Und so eine Regierung hängt schwer in den Seilen. Also das ist so unsouverän, wenn sie sich da als Kanzler auf diese Art und Weise mit einem Wahlentscheid zugunsten teilweise in steigendem Maß der Opposition, wenn sie sich so dazu äußern, also das klingt in schweizerischen Ohren, aber ich glaube nicht nur in schweizerischen Ohren, abgründig. Also da öffnen sich Schluchten, Schlünde, wenn man so will, der Schein oder der nicht mehr so ganz Demokratie, wenn ich diese Worte mir hier so vor Augen führe. 3.500 Lügen in 4 Jahren. Ja, ich habe im Schweizer Programm schon gesagt, man ist sich jetzt einig, aber das Ganze hat für mich etwas fast Zwanghaftes, wie jetzt da die Kamala Harris zur absoluten Siegerin dieses Fernsehduells erklärt wird. Ich habe mich gerade dieser Tage mit einem Amerikaner unterhalten, auch gestern Nachmittag, und der hat mir gesagt, ein amerikanischer Journalist, dass also schon unglaublich stark diese Kamala Harris, er habe vor 48 Stunden wäre er der Meinung gewesen, Trump sei nicht mehr zu stoppen, jetzt sei er nicht mehr so sicher, und wie sich da diese Kamala Harris als Alternative zu dem alten Mann präsentiert habe, als neue Person einer neuen Generation, da musste ich innerlich etwas schmunzeln, denn eine Kamala Harris ist Teil der noch amtierenden Biden-Regierung. Und ihre Strategie, das ist ja gewissermaßen eine Häutungsstrategie oder auch eine Strategie des schnellen Vergessens, war ja, übrigens, ich kann nicht reduziert werden auf Joe Biden. Ich bin nicht Joe Biden. So als ob sie mit dieser Regierung, deren Vizepräsidentin sie ist, überhaupt nichts zu tun hätte. Und diese Oberflächlichkeit, auch in der Beurteilung, offensichtlich genügt es da einigen Chronisten, wenn bei einem Fernsehduell jemand einigermaßen lächelnd rüberkommt. Aber die Substanz der Botschaften, die Substanz der Aussagen bei einer Politik, die sich in Amerika nun wirklich nicht in eine gute Richtung bewegt, das ist immer wieder verblüffend, ist immer wieder frappierend. Ich sehe es natürlich ganz anders.
ich glaube, auch in den USA spielen die substanziellen Fragen, wie in Deutschland, wie in Europa, wie in der Schweiz, eine stärkere Rolle. Diese Zeiten der frivolen Leichtfertigkeit, der fremdfinanzierten Leichtfertigkeit, diese Zeit ist nun vorbei. Und man muss wieder anfangen, die Ärmel hochzukrempeln, die Probleme zu lösen. Das ist wie wenn man zu lange gefeiert hat, zu viel Alkohol getrunken, zu viel Schokolade und Kuchen gegessen hat. Da muss man wieder Liegestütze machen, da muss man wieder abspecken und man muss wieder anfangen, am Morgen früh aufzustehen und nicht einfach ein bisschen da auf diese salonfähige Verlogenheit da zelebrieren vor den Kameras. Also da bin ich sehr gespannt. Noch ist also dieser Wahlkampf alles andere als entschieden. VW-Krise, die Lösung ist nicht, jetzt einen Standort nach dem nächsten zu schließen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD warnt vor einer Abwärtsspirale bei VW und kämpft für Fabriken und Arbeitsplätze. Ja, das ist bezeichnend, dass hier der Wirtschaftsminister eines Bundeslandes sich so äußert zur Geschäftspolitik von VW. Das zeigt Ihnen eben genau das Problem von VW, dass da die Politik viel zu tief im Konzern drin sitzt. Das ist natürlich in Deutschland Tradition, auch im Finanzwesen haben Sie das gesehen, Deutsche Bank zum Beispiel. Das hat den Vorteil, dass in manchen Krisen, zum Beispiel Finanzkrise, die Wege, die Entscheidungswege zwischen Politik und Wirtschaft sehr kurz sind, dass man da zusammen am Tisch sitzt. Wir müssen jetzt nicht auf die geschichtlichen Erfahrungen zurückgehen, die dazu geführt haben, dass Staat und Wirtschaft etwas näher zusammen sind in Deutschland als in anderen Ländern, etwa der Schweiz. Aber hier sehen Sie eben auch das große Problem, die Schattenseite, dass eben ein Konzern, der in einem sich verschärfenden Wettbewerb steht, VW, sozusagen Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg, dass eben, wenn die Politik da zu stark Präsenz markiert, dann kann so ein Riesentanker in Schieflage geraten. Und genau das ist jetzt der Fall. Und wenn die Politik kommt und sagt, ja, wir können keine Fabrikschließungen machen, ja, führt jetzt die Politik die Regie? Wer ist jetzt verantwortlich genau für die unternehmerischen Entscheidungen? Das sind dann die Dinge, die nicht mehr so klar sind. Und für die Wirtschaft gilt, am Ende muss ein Unternehmen selber überleben können. Das ist Marktwirtschaft. Wenn Sie es gut machen, werden Sie reich. Wenn Sie es schlecht machen, gehen Sie unter. Müssen Sie untergehen und nicht gerettet werden durch die Politik. Und die Politiker, die müssen keine Verantwortung übernehmen für das Unternehmen. Die haften nicht für den Absatz, den Umsatz und die Gestaltung der Modelle. Und wenn Sie so anfangen zu tun, als sei das so, dann bewegt man sich schon auf einer planwirtschaftlichen Geisterbahn, auf einer sozialistischen, abwegigen Schiene. Herr ist klare Siegerin, wir haben darüber gesprochen. Berichte über russische Gegenangriffe in Kurs. Die Amerikaner sind nach wie vor überzeugt, man müsse, diese Regierung ist überzeugt, man müsse den Ukrainern helfen, Russland militärisch zu besiegen. Das ist der Standpunkt, der offiziell nach wie vor verlautbart wird. Sie haben jetzt auch noch nicht entschieden, aber man denkt ernsthaft darüber nach, den Ukrainern auch diese Eskalationswaffen zu geben, Langstreckenwaffen, damit sie Ziele in Russland angreifen können. Also die nächste Stufe in Koch den Frosch, immer noch ein Bricke nachlegen, um eben Putin zu provozieren, in der Hoffnung, er werde dann als Bluffer entlarvt, eben als Papiertiger. Das scheint mir die Strategie der Amerikaner zu sein, brandgefährlich. Und was es eben noch gefährlicher macht, ist das schwarze Loch der Diplomatie, das schwarze Loch Europa. Wo ist Europa? Wo sind die Politiker mit eigener Wasserverdrängung, die den Amerikanern gegenübertreten, nicht feindselig, die ihnen aber sagen, Entschuldigung, eure Interessen sind nicht deckungsgleich mit unseren. Wo sind diese Politiker von Statur, mit Rückgrat? Ich sehe da mit Verlaub vor allem Leichtmatrosen, Zeitgeistzöglinge, geländegängige Typen und windschnittig angepasste, die eben meines Erachtens nicht die, die Robustheit und irgendwie auch die Chuzpe haben, hier aufzustehen für die Interessen der europäischen Bevölkerung. Und schauen Sie mal an, was bei uns abgeht. Die Entwicklung der Wirtschaft, die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden immer abhängiger von den den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden nicht untergehen deswegen. Aber wir befinden uns auf einer Bahn, wo man sagen könnte, Europa, zumindest wesentliche Teile Europas, vor allem Deutschlands, sind auf dem Weg zu touristischen Erholungszonen.
Abschied von der Industrie, Abschied von der Wettbewerbsfähigkeit, aber quasi als Chill-out-Refugium mit ausgebauten Sozialstaatshängematten sind wir sozusagen ja, auf dem Weg zu einer Identität, die mir jetzt nicht behagt. Ich glaube, Europa müsste eine andere Rolle spielen auf der Welt. Nicht gegen die Amerikaner, aber auch nicht als Protektorat der Amerikaner, sondern gewissermaßen als ein Kontinent von einer unglaublichen Vielfalt, der eben seine Vielfalt ausspielt, seine Brückenfunktion und nicht einfach seine einseitige Blockfunktion. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will gerufen werden, aber niemand ruft ihn. Er hat gesagt, wenn ich gewollt werde, dann bin ich bereit, als Kanzler dazustehen. Und die Peinlichkeit besteht jetzt darin, dass ihn niemand fragt, dass er sich da als Kanzler präsentiert. Das ist eine etwas peinlich berührende Facette. Da hat er sich ein bisschen zu stark vielleicht aus dem Balkon gelehnt. Markus Söder, da der Ministerpräsident von Bayern. Und damit sind wir, meine Damen und Herren, bereits am Ende der aktuellen Ausgabe angelangt. Ich darf Ihnen noch zeigen, hier die Ausgabe unserer neuen gedruckten Weltwoche, hier nur elektronisch vorhanden. Die Dame, die Sie da auf dem Bild sehen, das ist eine sehr bis vor kurzem sehr prominente Schweizer Vorzeigepolitikerin, die jetzt in Ungnade gefallen ist, weil sie unfassbar, eine Monstrosität, muss man sich mal vorstellen, eine Frau schießt in ihrem Luft, also diese Frau, diese zierliche junge Frau, schießt in ihrem Keller mit einer Luftpistole auf ein Bild von Jesus und Maria, das sie einem Kunstkatalog entnommen hat. Das Jesuskind, Mutter Maria, die Jungfrau Maria, durchlöchert die mit Kugeln, stellt das Ganze auf Instagram und es entfesselt sich natürlich ein gigantischer Shitstorm. Und das, was ich mich zuerst gefragt habe bei der ganzen, dieser ganzen gespenstischen, unheilvollen Affäre, wie kann eine junge Frau, Migrationshintergrund, kommt ursprünglich aus dem Kosovo, tritt übrigens sehr gerne mit Armeejacken auf, wie kommt sie darauf, eine Frau auf eine Mutter und auf ihr Kind zu schießen, ein Baby, ein Kleinkindergesicht zu durchlöchern? Was sind das für seelische Abgründe? Und das ist eine Politikerin, die im schweizerischen Mainstream hochgejubelt wurde als Inbild des progressiven und grossartigen und fantastischen Politisierens. Ich meine, was ist da los? Abgesehen jetzt mal von der ganzen religiösen Dimension, was man da an religiösen Gefühlen verletzt. Also man ist sich da einig, das ist unterirdisch, was sie da gemacht hat. Auf der anderen Seite, das ist dann auch etwas die Thematik in der Weltwoche, darf man jetzt auch nicht in die inquisitorische Scheiterhaufen-Mentalität verfallen. China ist interessant, Eindrücke, Gespräche, Begegnungen in Shanghai und viele andere Themen in der aktuellen Weltwoche. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war's für heute und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns spätestens morgen wieder bei Weltwoche Daily. Aber bleiben Sie dran, ich habe viele Interviews noch aufgezeichnet, jetzt auch in meinen jüngsten Reisen mit interessanten Gesprächspartnern. Ein Gespräch habe ich Ihnen ja gestern schon abgespielt, nämlich das mit dem AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Bis gleich, ich melde mich zurück spätestens morgen.